würde ich sagen, da machen wir auch weiter. So. Haben wir das jetzt ja auch alles? So, die Tür. Holzschwert. So. Ich würde sagen, ach ja, verdammt, wir bräuchten Axt. Das wäre ja eigentlich ganz gut. Nee. Ach, scheiße, wir haben keine Holzblöcke, das ist das Problem. Was hier oben steht. Wobei, man könnte das eigentlich dort hinten noch lassen. Da könnte man nämlich noch ein zweites Gebäude hochziehen. Ja. Holen wir uns hier die Bäumchen. Meine Güte, über das frische Holz. So, was haben wir jetzt den Baum hier? Mich der Bauer weg. Saatgut haben wir ja noch in der Kiste. So. Na toll, da haben wir den Baum weg und da oben ist auch ein Stück. So. Da haben wir das nämlich auch gleich mal weg hier. Oh Gott, ich sollte die Axt eigentlich nicht für die Erde verwenden. Das ist ein bisschen schlecht eigentlich. Aber besser als nix. So. Genau noch gereicht. Läuft. So. Hier haben wir zum Beispiel auch noch das Zeug rumstehen. Warum eigentlich? Ja, Erde. Cool. So, da machen wir natürlich zu.
Schnee liegt, verstehe ich bis jetzt nicht. Okay, krass. So, da würde ich nämlich sagen, dass wir hier nämlich einen Zaun machen. Holz hätten wir ja auch genügend für Zäune eigentlich zum Teil, aber das ist auch ein bisschen Holzverschwendung, würde ich fast schon sagen. So. Wobei, ja, okay, machen wir doch noch ein bisschen Holz. Wobei, nee, machen wir erstmal nicht. Irgendwas mal hin. So. So. Ich werde auf jeden Fall diese hässlichen Bäume hier wegmachen, die zu lange still haben. Da haben wir dann nämlich erstmal wieder Platz und da kann ich dann nämlich an den äußeren Rändern anders bohren. Das wäre eine Idee. Eine Schaufel bräuchte ich eh auch. So. Da war nämlich Zucker auch noch ein bisschen mehr. Passt das nämlich schon. Ich glaube, es haben auch schon zwei. Okay. So, dann machen wir das nämlich so. Nämlich hier die Felder damit auflösen. Aber
ich nämlich hier auf der anderen Seite die Kürbisse. So. Dann kann ich nämlich hier nämlich nochmal Getreide ansetzen. Nicht brauchen können hier vorne. 19 Erde, so, das ist das. Also müssen wir das hier mal einfüllen. So, dann nehme ich das Zuckerrohr und dann fällt dahinter schön. Ein paar Zäune. So, da bin ich dann mindestens 30 Zäune. So, 46 Zäune, passt schon. Da bin ich ja auch jetzt hier. Da würde ich sagen, wir bauen dann im Part Nummer 6 den Zaun von Ender Seite, dass wir nicht unbedingt die Viecher ständig reinkriegen. Und wir bauen uns das Feld größer. Und dann am besten noch ein Lager, wo wir das dann auch einlagern können. Das heißt, wir müssen dann noch drunter herstellen und noch ein paar Bäume fällen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im Part Nummer 6.